Ich bin heute in Eichkegel, Martin Soha, in dein Reich, alles dekoriert mit Rock'n'Roll. Da gibt es einige witzige Geschichten. Wo bist du überhaupt umeinander gefahren in deinem Leben? In meinem Leben, Maria. Ich glaube, Europa habe ich komplett durch, Amerika. Mit was bist du gefahren? Na ja, gut, die meiste Zeit war ich arbeitstechnisch unterwegs, quer durch die Welt und auch früher mit dem Motorrad oder so auf Reisen halt. Mit einer bestimmten Maschine? Naja, das war eine einmalige Geschichte nach London, ja. Und da bin ich wirklich nach London umgefahren und dann habe ich da den Kletten besucht. Also du bist einmal zu Eric Clapton gefahren. Ja, Hast du den Leibl da drauf? ja gut, Ja, das großer ist. Clapton-Fan, gell? Ja, es war Konzert-T-Shirt, glaube ich. Und da gibt es ja eine witzige Geschichte dann, gell? Also da gibt es ja sogar dieses Bild, Ja. wo er drauf ist. Wie ist das abgelaufen? Man kann ja nicht zum Eric Clapton hinfahren und sagen, jetzt bin ich da. Naja, gut, man So. muss auch sagen, ich bin ja ein jahrelanger Fan. Nicht? Also, ich habe den Captain das erste Mal im Radio gehört, da war ich, Mario, ich glaube, 13 Jahre alt. Ja. Ich weiß noch sogar den Tag damals. Gell? Also, das war wirklich, das ist ja nicht, dass man einfach Fan ist, sondern. Bist vor seiner Tür gestanden Ja? und? Ja, war auch gehört. Ja, und wer ist rausgekommen? Der Security. Also, der ist einmal ziemlich perplex gewesen, nicht? Weil so ein Lachs wieder gestanden ist, nicht? Ja. Mit dem Motorrad und mit der Bitte, so, ich war jetzt da, jetzt möchte ich den Captain kennenlernen. Hast du nichts angemeldet vorher? Absolut gar Gar nicht. Ich bin nichts. da in Eichkögel weggefahren Ja. und bin dann am nächsten Tag in London um 5 Uhr Nachmittag vor der Tür gestanden. Und da bist du mit der Maschine vor der Tür gestanden. Ja, das war eigentlich überhaupt die erste Ausfahrt mit dem Motorrad, weil wir haben 2 Jahre Bautarbeit komplett aufgebaut, von Grund auf mit den Rammern und Motor, Tank, alles. Und wir haben dann auch komplett lackiert und über das ganze Motorrad verteilt, ist eigentlich das ganze Leben vom Captain drauf. Also mit Airbrush war da Ja, das ganze Leben vom Clapton drauf. das hat damals der Markus Pfeil für mich gemacht, ja. Das ist ein Top-Airbrusher in Österreich und Ja. der hat das wirklich für mich genauso in Szene gesetzt, so wie ich das wollen habe. Und das ist wirklich von vorn weg, Kotflügel vorn, der Captain, wenn er jung war, und dann quer über den Tank und über den Sitz bis zum Heck, eigentlich immer diese Passagen aus seinem Leben oder ein Primärbelt drauf, das ist der Antriebsriemen vom Motor auf Getriebe, der ist so breit, so ungefähr 10 cm breit. Da ist jedes Album drauf gewesen vom Captain, also der Notenschlüssel war drauf auf dem Rahmen, also. Ja. Und bist dann gleich reinkommen oder hat es noch gedauert? Naja, nach ungefähr 40, 45 Minuten wirklich diskutieren mit den Kollegen von der Security, hat er das Motorrad dann abfotografiert und ist dann verschwunden, war dann weg. Ich dachte, okay. Er hat gesagt, er zeigt ihm das. Und dass ich eben da war nicht. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe jetzt so lange da, bis er rauskommt. Ja, und nur 10, 15 Minuten später ist er dann wirklich rausgekommen. Das ist wirklich die Tür aufgegangen, da ist der Kollege da gestanden. Ja, dass diese Geschichte stimmt, das sieht man ja anhand dieser Fotos, die du mitgebracht hast. Ja. Weil der Clapton ist ja da bei deiner Maschine. Draufgesessen, Ja, ja. ist drauf gesessen. Das Foto ist eigentlich deshalb bestanden. Ich wollte ja eigentlich ihn fotografieren, aber ich war in dem Moment so nervös, dass es gar nicht funktioniert hat. Jetzt hat eigentlich dieser Security-Typ, der was mich zuerst mal reinlassen wollte, für mich das Foto dann gemacht mit dem Kletten drauf. Ja. Konzert, da hast du verschiedene Erinnerungsstücke. Vielleicht schauen wir da ein bisschen rüber. Wo hast du dieses Poster, kann man sagen, dieses Poster her? Naja, zu dem Bild, Poster ist es sogar, das ist wirklich ein Bild. Da gibt es eine liebe Geschichte, das ist eigentlich ein Foto, das die an Captain seine Frau gemacht hat Ja. und ihm dann als Geschenk überreicht hat in dieser Größe. Und der Captain, der hat ja diese Crossword-Stiftung, wo er da Geld spendet und der hat es dieses zu seinem 60. Geburtstag in diese Stiftung gegeben und zur Versteigerung freigegeben über Getty Images. Und da habe ich das versteigert. Das und das zweite, das Bühnenbild von der Albert Hall. Und deshalb von der Albert Hall, weil die Albert Hall eigentlich in London nicht nur ein Du Captain sein Wohnzimmer ist, sondern mittlerweile mein sein. Also bist ja mehrfach in der Albert Hall gewesen, gell? ja, das ist wie mein Wohnzimmer, deshalb weil ich wirklich umfliege und dann oft 5, 6, 7 Konzerte von Captain einfach täglich hintereinander anschaue. Also das ist, also wir kennen uns dort schon, das ist cool. Das ist cool. Ja, mir ist Ja. lieb. Ja, der ist schon wieder Er ist schon wieder da. da. Ja. Schon wieder ein Steirer bei Nein, ist wirklich, man mir. kennt sie mittlerweile, die Ja. Karten, die Ticketverkäufer, die kennen mich dort, also das ist schon Ja. lieb. Und auf dieser Seite des Wohnzimmers sind
sind leider so Hard Rock, was sind das? Plakate oder Leiberl oder was sind das? Das sind T-Shirts, die eigentlich alle in einem Glasrahmen drinnen sind. Auf die Idee ist meine Schwester gekommen. Ich wollte es eigentlich so aufhängen, aber da war zu viel Staub drauf. Und die hat gesagt, sie packt mir das Babyfein in einen Glasrahmen ein. Das war überhaupt das Erste. Und seitdem. Und du sammelst aus der ganzen Welt ja. Hardrock-Café. Ja. T-Shirts? Ja. Weißt du ungefähr, wie viele so Hardrock-Cafés gibt es? Es schwankt immer so zwischen 170, 165, 175, je nachdem, wo eins halt aufspielt oder dazu spielt. Oder wenn uns nicht geht, wird es auch wieder zutraut. Und in welchen warst du schon wirklich selbst drinnen? Ja, Mario. Okay. Ja, sagen wir mal 90% für die T-Shirts da war ich selber. Aber es sind leider nur 56. Oder schon, ich weiß es nicht. Naja. Viel Zeit habe ich noch. Sind nicht raus. Und was trinkt man in einem Hardrock-Café? Also wenn ich gehe in einen Hardrock-Café, ich trinke mal Cola. Das trinke ich. Ja, Alkohol mag ich nicht. Also wirklich nicht. Ja. So ein langes Gesicht jetzt, aber ich trinke wirklich keinen Alkohol. Und das Wichtigste ist das, man isst eigentlich immer die Spare Ribs und die Chicken Wings dort. Weil die sind wirklich weltweit, egal in welchem Hardrock-Café man reingeht, die Hot Wings, die sind überall gleich gut. Überall. Also Hard Rock Hollywood, Yokohama, Baku. Ja, es geht quer durch, also wirklich quer rund um den Globus. Buenos Aires, was ist da für Autograf? Ja gut, das ist. Ich weiß, die meisten Leute werden es nicht mehr kennen, es war eine Rocklegende, leider Gottes schon gestorben, Ronnie James Dio. Sogar an dem Tag, wo der gestorben ist, hat Kiss in Wien draußen gespielt. Ich glaube, das war an dem Tag und da haben sie mit Holy Diver von Ronnie James Dio angefangen, das Konzert, als Tribute zu ihm. Also war Mördermusiker und das war der Originalunterschrift. Schauen wir vielleicht weiter. Sehen wir noch was Interessantes, wo du etwas erlebt hast zum Beispiel? Erlebt? Mario. Ja. Warte, da gibt es so viel. Oh, das war jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Erlebt, das Wichtigste ist eigentlich das London. Also Hardrock-Café London hat für mich deshalb einen besonderen Stellenwert. A, weil ich dort, wie ich noch in London gearbeitet habe, ich war wirklich jeden Sonntag dort und habe jeden Sonntag dort meine Chicken Wings gegessen. Und also war dort auch schon Stammgast. Und das erste Hardrock-Café war in London. Nicht? Und das Lustige ist das, ich meine, das kann ich jetzt sagen als Captain-Fan. Aber der ist eigentlich schuld, dass das Ganze existiert. Nicht? Weil der war ja eigentlich der Erste, was er Gitarre reingehängt hat. Nicht? Überhaupt, ganz der Erste. Nicht? Weil der hatte dort. Und das Besondere in diesen Hardrock-Cafés ist, dass hängen da Gitarrenbilder? Gitarren, Outfits, Bühnenoutfits, Schlagzeug. Also in Kopenhagen zum Beispiel hat der Lars Ulrich nach einem Konzert, der Lars Ulrich ist der Schlagzeuger von Metallica, nach einem Konzert das komplette Schlagzeug selber hingeführt. Ins Hardrock-Café und dort übergeben. Also das sind schon lustige Geschichten. Oder in England, Maria, jetzt weiß ich auch nicht, wo das war, da hat einmal eine Putzfrau gearbeitet, das war ganz lieb, die hat das mit dem Putzen sehr ernst genommen und hat dann am ersten Tag dort gearbeitet und das nicht ganz richtig mitgekriegt, um was das da geht. Und der hat einmal bei etlichen getan. Ich glaube, es ist dreckig, ich weiß nicht, wie viele Unterschriften, aber gewischt und putzt. Aber gespläht. Sie hat es ernst genommen, ja. Ja. Sie hat es nicht mehr dort, aber das kommt oft in Ausstellungen vor, dass irgendwas weggerammt wird oder geputzt wird. Ja, ja. Ja, du hast dann auch noch eine Sammlung von Nomadoffen. Das ist auch, ja. Das schauen wir uns jetzt auch an. Dürfen das überhaupt im öffentlichen Fernsehen? Jawohl. Im Stiegenhaus hast du diese Nomadoffen angebracht? Ja, die sind auch quer durch die Wohnung. Die sind auch quer durch die Welt? Ja, natürlich. So, diese Nomadoffen sind aus der ganzen Welt so verstreut. Ja. Und was ist das, die Rade da aus Libanon? Die hat der Heli Frau Wallner mitgebracht, von seiner Tour Nordlicht. Er hat mir damals auch nicht versprochen. Ja. Der ist ja quer durch die Welt gefahren mit dem Motorrad, nicht? Ja, also, wir haben... verspricht man das, dann bringt man was mit, so wie dir. Wir haben diese Nordlicht-Tour, haben wir mal Schleichwege gemacht. Das war von Leihwang in Nassau. Aber da habe ich diskutiert, ziemlich lang, mit dem Leihwagenbesitzer, also Leihwagen mit der Firmenbesitzer dort und habe es dann bekommen. Ja, was ist das für eine
Die Dominikanische Republik, ja. Das hat ein Freund mitgebracht. Irland ist lustig, da ist irgendwo eine irische Nummer dafür. Es hätte eigentlich ein Original so sein sollen, aber leider Gottes hat dieser Mensch aus Irland, wie es mir wieder zurückgeflogen ist von seinem Urlaub, die Nummer dafür in seinem Handgepäck rein da. Und sie hat ein paar eingespielt. Und was ist das für eine? Die hat so wenig, ne? Ja, ist erwischt. Das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr, ne? Ja. Nein, schauen wir, ob wir noch ein besonderes sehen. Ja, es sind ja nicht nur Nummer drauf, es sind teilweise Bücher. Es sind ja andere Tafeln auch. Ja, sicher. So wie hinten ist zum Beispiel da, man sieht das zwar so ganz klar, das ist eigentlich ein Lebensmotto, nicht therapierbar. Ja. Aber eins müssen wir uns noch anschauen. Das Konzert eines der berühmtesten Musiker der Welt. Ja, stimmt, ja. Kann man sagen, ja. Komponisten. Komponist. Komponist, Musiker. Jetzt schauen wir noch da rein. Da siehst du. Gästezimmer. Gästezimmer. Der Morricone. Die geht ein bisschen aus dem Bild, glaube ich. Na, komm nachher. Okay. Der Morricone, wieso hängt jetzt da dieses Konzertbild da? Na ja, gut, 60 Jahre. Music Tour von Ennio Morricone. Heuer das erste Mal in Wien. Nein, das zweite Mal in Wien. Aber das erste Mal, wo ich dabei war. Und das war eines für die großartigsten Konzerte, die ich jemals erlebt habe. Also, egal welche Musikrichtung man hört, man weiß, man kommt, es kommt eigentlich alles aus dem Klassischen. Nicht? Weil man muss Morricone gar nicht kennen. Nicht? Man schaut den Fernseher ein. Er ist jeder Werbung, jede. Man erkennt seinen Sound ganz, ganz genau. Ja, natürlich, egal. Es gibt die ganzen Hardrock-Gruppen, die es gibt, haben Teile von Morricone in seiner Musik drin. Und also, teilweise übernommen, obwohl er kein Hardrocker ist, sondern die anderen übernehmen immer wieder von ihm. Wobei man auch Passagen. Sagen muss, nicht, dieser Pulp Fiction, Quentin Tarantino-Film, der letzte, Django, da hat er die ganze Musik gemacht, also das merkt man sofort. Das ist, den kennt man alle. Das ist brutal, brutal, ja. Was hast du denn in Zukunft vor? Mario, das sind viele Dinge, was ich vorhab. Viele Dinge? Ja, dauert noch ein bisschen. Wird ein paar Überraschungen geben nächstes Jahr. Zumindest alles auf dem Sektor Hardrock oder was? Nein, voll Musik, alles was Musik betrifft. Alles was Musik, ja, da haben wir aber schon ein bisschen Ideen. die härtere Musikrichtung, oder eben nicht? Genau das Gegenteil wird nächstes Jahr passieren, aber da kann man sich überraschen lassen. Bist dann wieder herzlich eingeladen. Ja, da ist im Kopf, was schon mitten am Entstehen ist. Das wird eine ganz coole Geschichte. Kommt nächstes Jahr im Herbst. Deinen Körper hast du mit dekorieren lassen? Ja, ein bisschen. Bisschen ist gut gesagt. Na ja, hast du noch freie Flächen auch? Ja, noch? Es gibt noch Füße, gibt es noch was frei sein und auf den Rippen. Ja. Oh, dann ist Schluss. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Aber das ist wieder Sucht. Ne? Man sollte nicht, nur nicht zu früh anfangen. Ich sage es ja immer. Also für die Jugendlichen heutzutage, vor 20 würde ich es lassen. Und ist so? Naja, ich habe auch angefangen, ich habe meinen ersten Monatslohn, was ich gekriegt habe von der Firma, direkt zum Tätowierer getragen. Und so ist es gegangen bis zu meinem 18. Geburtstag. Und bis zum 20. eigentlich. Und alles, was ich zwischen 15 und 20 gemacht habe, waren eigentlich so Jugendsünden, was man einfach im Endeffekt. Aha, man soll sich überlegen, was sehr man macht. Sehr gut, ja. Man wird älter, man wird anders, gell? Dann sollte man sich das überlegen mit Tätowieren. Und ich habe halt angefangen mit Rücken und Brust und D-Stellen. Und leider Gottes Funk. Das ist ein bisschen modern, wenn auch das Ganze. Und jetzt tätowieren sie sich halt beim Hals und bei den Händen, Außenflächen, alles sind so sichtbare Stellen. Nicht? Und wenn ich jetzt 16 Jahre alt bin oder 17 Jahre alt bin und ich habe mein Leben vor mir und ich muss noch schauen, ich muss mich noch bewerben oder Schule, egal was, nicht? Dann ist das eigentlich im Weg. Ich bin da schon ein bisschen älter. Kann hinderlich sein. Gut, dann Dankeschön. Ich sage danke. Grüß danke dich. Für den Besuch. Servus. Schönen Tag. Grüß dich.